Yeah, that body's a blessing, girl. I ain't trying to pressure her. Hey Leute, willkommen zu der nächsten Folge von Rocket League. Natürlich wieder zusammen mit dem Flo. Hallo. Achtung. Okay, ich habe ihn nicht getroffen, aber kein Problem. Was geht hier schon wieder ab? Wir machen natürlich heute. Ja, chill mal. Wir machen natürlich heute wieder eine Challenge. Ja, wer hat's gedacht? Und zwar lautet die Challenge Schildkrötentore. Beziehungsweise Freestyle-Tore. Also eigentlich hat Joey K nur geschrieben: Schildkrötentore bedeutet einfach so mit dem Auto zu fliegen, auf dem Rücken oder halt zu fahren. Aber ich würde sagen, Freestyle-Tore zählen auch. Also wenn man einen krassen Freestyle hinlegen kann, was von uns keiner kann, dann würde das auch zählen, weil allein solche Schildkrötentore zu machen ist halt sau schwierig. Deswegen, vielleicht kann man sich dann wirklich 10-mal im Kreis drehen und den Ball dann so hitten, dass er reingeht. Dann hat man ein schönes Freestyle-Tor und das zählt auch. Andere Tore dürfen nicht gemacht werden. Falls wir sie aus Versehen doch machen, müssen wir direkt danach ein Eigentor machen. Ja, das hast du dir ja gut ausgedacht. Ja, natürlich, weil wenn wir aus Versehen ein Tor machen, dann, also aus Versehen ein normales Tor, dann zählt es nicht. Aber ansonsten dürfen wir natürlich ganz normal umfahren, umfliegen, was auch immer, Boost, springen, alles mögliche. Nein, fuck. Bloß halt die Tore so. Oh mein Gott, was war das? Wir haben uns gegenseitig. Bloß die Tore dürfen wir halt nur so machen. Aber das ist nicht so einfach, denke ich. Wir probieren das Ganze aus und mal gucken. Ihr könnt das ja auch gerne immer, diese Challenges, selbst mal ausprobieren, falls ihr Rocket League habt. Also, da merkt ihr, dass es wahrscheinlich doch nicht so einfach ist, wie ihr euch das vorstellt. Und da haben wir doch das erste Tor. Ja, war schon relativ. Kannst du dir angucken, mal gucken. Du entscheidest auch, ob es zählt oder nicht. Ja, ja, doch, schon, doch. Also, ich habe ihn nicht ganz schön getroffen, aber auf jeden Fall am Rücken. Also, ja, es war auf jeden Fall auf dem Rücken, würde ich sagen. Ne? Zählt. So. Ihr könnt natürlich auch gerne weitere Vorschläge für Challenges in die Kommentare schreiben, die wir dann sicherlich auch machen werden. Und ja, dann gucken wir einfach mal. Oh. Ich hab so ein Gefühl, Hilfe. Ich werde wirklich keine Tore machen. Oh mein Gott, nein. Nein, 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 Flo. Oh, danke. Ich glaube, ich bleibe lieber im Tor diesmal. Ja, danke, dass du mich nicht genommen hast. Ach, das warst du, Hups. Es ist ja schon mal gut, dass wir mit 1-0 führen. Und ich im Tor, da kann nichts passieren. Ja, genau. Also wie gesagt, ein Freestyle-Tor könnte man noch erzielen, wenn man sich so 300 Mal im Kreis dreht und dann den Ball gut trifft. Das wäre noch possible, oder von der Wand so reinböllern. Das wäre wahrscheinlich noch einfacher wie so ein Schildkrötentor. Aber ich habe es ja gerade hinbekommen, also schon mal ein Highlight für die Folge, wa? Schau, das schaut zwar nicht schön aus. Es hat komisch ausgesehen, also du dockst nur den Ball so an. Ja, wenn dann richtig, mein Freund. Wenn dann richtig. Ich habe ein bisschen getroffen. Das hat ihn irritiert, bin ich mir ganz sicher. Oh lol, was machst du denn da für Kamikaze-Aktionen? Ich play sie aus, was denn sonst? Ja, es war ein bisschen komisch, was ich da versucht habe. Aber ich will halt, jede Chance, die eventuell aufs Tor gehen könnte, so als Schildkröten-Ding machen. Weil sonst mache ich ihn rein, dann müssen wir ein Eigentor machen. Das ist mir nicht so. Kommt gut. Gar nicht blöd, nur. Die denken sich dann bestimmt auch, wir sind dumm. Komplett. Ah. Wo bist du? Scheiße. Vorbeigesprungen bin ich. Ja, jetzt musst du ganz schnell zurückkommen. Aber ganz flott, mein Freund. Aber ganz flott. Ich schaff das nicht, ich bin da zu blöd für. Kannst ja halt meine Torwart. Oh nein. Oh! Nein, Flo. Oh mein. Warte, ist er drin? Gott. Nein, nein, er ist ganz, ganz knapp daneben. Ganz gegangen. Knapp. Ich kann ihn nicht reinmachen, weil ich muss mich halt. Oh, ich bin tot. Ich muss mich halt erst auf den Rücken drehen. Und das ist halt nicht einfach. Dadurch verliert man auch Zeit.
Ja, ich schaff's halt wirklich nicht. Ich meine, es dauert übelst lang, mich auf dem Rücken zu drehen. Ich glaube, das geht mit der Maus leicht, oder wie drehst du das? Flo. Scheiße. Also wie gesagt, du kannst jetzt diesmal nee, meine Torwart-Dinger reinschneiden. Aber ja, drehst du mit der Maus oder mit einer Taste? Mit Tastatur. Mit der Maus. Heißt, du musst eine Taste drücken. Der Maus muss ich nur Nitro und hüpfen. Okay. Aber ich glaube, wir haben's. Ich glaube, wir haben's. Boah, lange noch. Oh nein! Ich komm am Rücken. Boah, er hätte ihn fast reingemacht. Wäre das dann falsch? Ja, aber das hätte ja trotzdem gezählt für uns. Also wir hätten dann zwar 2-0 und hätten dann eigentlich, ja, dann wäre es ja wieder 2-1. Gut, Leute, die erste Runde haben wir tatsächlich gut bestanden. Das finde ich gut, denn da muss ich das alles nicht nochmal erklären. Nächste Runde. So, Leute, nächste Runde. Ich kann auch hier mal ganz kurz was einblenden. Flo, erzähl mal kurz die Story davor. Ja, wir haben ein Game vorher gespielt, weil wir nehmen ja natürlich nur welche, wo wir gewonnen haben. Und außerdem habe ich eh beschummelt dann. Wir hatten nämlich eine Overtime von fucking 5 Minuten. Ficken, Alter, das war ein irreguläres Tor. Ah! Das und auf jeden Fall habe ich am Ende ein normales Tor gemacht. Ja, ich blende es hier mal kurz ein. Ja, ja, Flo. Wenn du an ihm vorbeikommst. Ja! Nein! Ja. War doch aber kein Chillkit. Doch! Ich war locker auf dem. Guck mal her. Ja, ich guck's mir an. Ich war doch hier. Ja, es war. Es ja, geht doch noch. Wir zählen es einfach mal, weil wir sind jetzt egal am Verkacken. Aber das war. Ja, aber nicht 100%. Oh. Wahrscheinlich machen wir jetzt aus Versehen so ein Tor. Und dann kann ich es gar nicht nehmen. Oh! War das? Nein. Doch, oh, Flo, nein. Doch, das war. Das war nicht. Doch! Nein. Was soll das? Das war nicht. Ach, Mann, Pack, ich kann's halt nicht und es war eine Chance. Fuck. Wir nehmen das jetzt. Nein. Er ist schon wieder AFK. Komm. Nein, an den Pfosten. Ja, das geht. Das war safe. Regular Goal, Alter. Guck mal hier, das war so traurig. Ich habe mich da so 10-mal im Kreis gedreht. Aber das war natürlich ein gutes Tor. Ja, das zählt auf jeden Fall. Wir müssen halt ein Eigentor machen. Das war halt traurig, ich bin noch hinterher geflogen. Für einen Freestyle eventuell. Aber ich habe ihn halt nicht mehr erwischt und dann ging er halt rein. Ist doch egal, wann wir das Eigentor machen oder nicht. Nein, jetzt. Es muss schon jetzt kommen. Geh, dann lass einfach fahren. Nein, aber es muss ja ein Eigentor sein. Nein. Die können es doch auch machen. Ja, die können es auch machen. Er hat keine Lust auf sowas. Ja, okay, du hast es gemacht. Finde ich gut. Finde ich gut. Ja, und das sah gar nicht mal so ungewollt aus. Nicht mal so gewollt, meine ich. Was für eine Parade. Nein, die denken jetzt, ich bin schlecht. Bist du ja. Bei mir leckt gerade voll, weil ich diese Skype-Einblendung habe. Alter, was ist denn das jetzt? Nein, ich habe ihn nicht getroffen. Also ich habe es probiert, aber ich habe ihn halt verfehlt. Schade, Schokolade, mein Freund. Der Abdu. Abdu. Werde der ist irgendwie so Rocketta. Rocketta! Der ist Rocketta! Rocketta! Mach! Er kriegt den ziemlich gut. Weil er gut ist, Mann! Macht mich schon wieder fuchsteufelswild. Ja, Flo! Der wäre irregulär. Ey, nein. Ohne Müll! Der war regulär! Nein, guck dir das an! Doch! Guck! Nein, der war niemals. Mann! Der war voll seitlich. Das war voll schief. Fahr aus dem Tor raus oder so. Die denken halt wirklich, wir sind voll schlecht. Guck das mal an, was ich gemacht hab. Ja, guck mal, was ich mach. Alter. Oh, Mann. Aber es ist trotzdem irgendwo lustig, keine Ahnung. Ja, voll. Alter, ein Maul. Spacken, Mann, ey. Ich freue mich schon wieder nach dem Game normal spielen zu können. Ja, nächste Folge, Leute, verspreche ich euch. Wieder eine normale Folge. Und, Danke, aber, wir nehmen die auch. Wie gesagt, gerne könnt ihr Vorschläge schreiben. Für neue Challenges. Die werden wir natürlich auch machen. Aber wie gesagt, nächste Folge eine normale Folge. Denn was ist nächsten Sonntag? Ja, lasst euch überraschen. Ne?
Du solltest doch nicht callen. Oh, jetzt callen. Hab ich's gecallt. Du solltest es doch nicht callen, Mann. Ich hab's rausgepiepst. Jetzt muss ich es ja zweimal machen. Nein! Das war so gut! Das war so gut, ich hab sogar Nitro gedrückt, aber es hat nicht komplett gereicht. Ich würde sagen, wenn du es wirklich zweimal rauspiepst. Mach ich halt. Einfach rauspiepst. Oh, jetzt ein drittes Mal. Dein Maul, hör doch auf. Jetzt müssen wir gewinnen. Ich schneide trotzdem raus. Jetzt nein, ehrlich, du sollst dich callen. Pieps drüber machen. Die Leute müssen selbst nachdenken. Was ist denn in einer Woche? Ich kann's euch sagen. Hey. Alter, dein Maul. Nein, oh! Oh mein Gott. Warte, jetzt hab ich laut geschrien, du. Ja, und? Machst du immer. Ich weiß. Komm jetzt. Gib's raus. Oh, mein... Mein Auto war eigentlich ganz gut, aber... Vor allem, die haben halt kein reguläres Tor gemacht, diese Pimpfe, Alter. Wir haben sogar reguläre Tore gemacht, also normale Tore, ohne dass die blöd spielen. Oh lol, warte mal. Jetzt muss ich zurück. Oh, du hast den neu. Oh, der Flo, der Pro. Ist mir aufgefallen, dass wir bisher in der kompletten Folge einfach nur ein Schildkröten-Tor gemacht haben. Nein, ich habe doch auch eins gemacht. Ja, vorhin, aber das... Ja. Es ist ja auch schon... Ja, nochmal ein Tor. Ja. Naja, also... Wir müssen ja hier die Schildkröten-Tore zeigen. Das ist wirklich schwer, muss man sagen. Komm jetzt, Flo. Auf den Rücken. Ey, man kann es halt überhaupt null einschätzen. Ja, ich weiß. Das kenne ich. Aber vorhin war ich echt so knapp dran, da. Das war so close. Wäre so ein geiles Tor. Wäre halt wirklich auch nur ein geiles geworden. Aber... Es wird halt wieder so 8 Minuten Overtime. Nein, wir machen jetzt eins. Nein, er hat ihn... Oh, komm, vielleicht. Nein, jetzt trifft er ihn. Oh mein Gott. Es ist unmöglich. Es ist nicht ganz unmöglich. Wir haben es vorhin geschafft. Zweimal. Guck mal, die machen einfach kein reguläres Tor, ne? Die sind so dumm. Die sind voll schlecht. Sorry, dass ich die gerade beleidigt habe. Komm jetzt aber. Erdin! Das zählt! Das zählt! Erstens war es auch ansatzweise Schildkröte. Zweitens hat er ihn gemacht. Nicht ich. Ja, du hättest ihn eh bekommen. War, das war Schildkröte. War Double Tap. Außerdem, das wäre auch nur ein Freestyle. Also, es zählt. Ich merke schon, wie Mike keinen Bock mehr hat. Nein. Nee, doch, das zählt, finde ich es auch. Es zählt. Den hättest du eh gemacht dann. Ja, ja, natürlich. Wenn er ihn nicht gemacht hätte. Was hältst du von mir? Nee, ich hätte ihn tatsächlich vielleicht gemacht, also... Oh nein! Nein! Ich hätte ihn tatsächlich, glaube ich, gemacht. Es wäre halt nur schwierig gewesen, wenn der andere wieder gekommen wäre und ihn weggehauen hätte. Oh mein Gott, was war das für ein Fail? Komm! Schade. Overtime, das kann jetzt lang werden. Wir nehmen schon seit einer halben Stunde auf. Ja und? Geht auch noch länger. Nein. Na, was war das für ein Fail? Nein. Das war eins. Das war gar keins. Dann hätten wir alles in die Tonne glauben müssen, wieder das Backen. War natürlich eins. Na, Flo. Flo, Flo, Flo. Ja, was? Oh mein Gott. Du rufst meinen Namen und haust ihn dann weg. Ja, weil ich dachte, vielleicht, wenn ich ihn nicht treffe. Genau. Ja, eben, ich treffe ihn ja eigentlich immer. Oh, das zählt! Das zählt! Das zählt! Ja, Mann! Guck mal, hier hätte ich ihn auch gemacht, guck. Da war, das war voll Schildkröte. Das war Double und dann hier Schildkröte. Und dann kriegt er ihn noch rein. Hätte er ihn nicht rausgekratzt. Dann wäre da sowieso von dir Schildkröte drin gewesen, aber er hat ihn noch berührt. Das war die Flieger am Rücken, Schildkröte, hallo. Jetzt macht er es nicht mal, Mann. Gut, ich würde sagen, grausiges Video, keine Ahnung. Freu dich auf nächsten Sonntag, denn was ist da? Weihnachten! Genau, und damit haut rein, bis dahin und ciao, ciao.
Tschüss. I don't really do this, but Bruce G be the dude to remove the bluff. Big chick wanna talk like she knew what's up. Every time I step in, they say who the what, the where, the how, flying, smear the ground. My chick 10-10, she can stare the sound from miles away. Hello, felt kinda, now goodbyes, feel like a title.